herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem SSV Jahn Regensburg. Wir begrüßen beide Trainer hier auf dem Podest. Mersat Selimbegovic, Sie haben das erste Wort. Dankeschön. Hallo zusammen. Ja, diese zweite Bundesliga ist etwas Besonderes. Das erleben wir von Woche zu Woche. Heute war es so, dass wir am Ende einen späten Ausgleich gemacht haben und sehr glücklich darüber sind. Es fühlt sich irgendwie wie Sieg. Aber vom Spiel her, ja, wir sind nicht so gut reingekommen. Wir waren nicht so tief in Zweikämpfen. Wir waren bei unseren Schließenbewegungen nach hinten, nach vorne nicht so präsent, wie das sein soll. Von daher sind wir im ersten Halbzeit aus meiner Sicht viel hinterhergerannt. Der Gegner hat schon Phasen gehabt, wo die gedrückt haben, wo es ein paar Mal gefährlich war. Wir waren auch ein, zweimal gefährlich. Verdiente Führung in Halbzeiten. Zweite Halbzeit gab es gleich Phase nach dem Halbzeit, wo der Gegner richtig gedrückt hat. Das haben wir bestanden und dann war es von außen immer mehr Gefühl, dass etwas möglich ist und wir sind dran geblieben. Wir sind dann die letzten 10 Minuten voll ins Risiko gegangen, war sehr gefährlich. Es waren schon 3, 4 oder mehrere Situationen, wenn das Gegner besser ausspielt oder wir das nicht richtig so gut verteidigen, dann kriegst du einen zweiten und dann ist vorbei. So sind wir glücklich, dass das nicht passiert ist, dass wir dann endlich mal auch ein Standardstor gemacht haben. Wir haben nicht gewusst, dass es so ist, dass man Torwart nach vorne schicken muss, dass man erst das Standardstor macht. Aber ich glaube nicht, dass das Regel wird. Der hat das richtig gut gemacht. Dann. Die anderen mussten das richten und nicht er. Wir sind sehr glücklich. Wir sind mit einem Punkt im Großen und Ganzen zufrieden. Wir freuen uns schon auf das nächste Heimspiel Freitagabend. Vielen Dank. Trainer, der Kollege ist sehr glücklich. Du wahrscheinlich nicht, oder? Ist klar, wenn du wieder so kurz davor vor einem Sieg stehst und dann auch in letzter Sekunde das Tor bekommst, da sind wir natürlich jetzt auch alle sehr, sehr enttäuscht. Jetzt so kurz nach dem Spiel, ich glaube, der Kollege hat eh vieles gesagt und kann dem nur beisteuern, dass die Mannschaft ein ordentliches Spiel gemacht hat, dass wir speziell erste Halbzeit sehr präsent waren, dass wir sehr viele Kombinationen durchgespielt haben. Deswegen hat der Gegner, denke ich, auch die Räume nicht zurückschließen können, weil wir sehr gut in ein Kontaktspiel waren und habe auch sehr gute Spielverlagerungen gehabt, wo wir dann im Gegner über die Seite, denke ich, auch sehr viele Probleme bereitet haben. Ja, gebe ich den Kollegen auch recht, dass wir das 2-0 nicht nachgelegt haben, dass wir speziell im Konter dann die Aktionen besser zu Ende spielen müssen, wo wir phasenweise Überzahl, vielleicht auch Gleichzahl hatten, wo wir dann das 2-0 nicht nachlegen. Und dann ist es so, wie es im Fußball ist, du machst das 2-0 nicht, dann kommt noch dieser Standard. Besonders ärgern tue ich mich über die Situation, da geht es in Richtung Schiedsrichtern, wenn dann erste Halbzeit, Tove dann aus Nicht-Abseit das Tor erzielt. Ja, dann muss ich natürlich jetzt irgendwann mal sagen, wir haben St. Pauli Fahne hochgehalten, wir haben vorige Woche 2 Entscheidungen gehabt, die wir auch nehmen mussten, kurz vor Schluss und wo auch Abseit dabei war. Heute wieder so eine Situation und für mich, ich habe schon vorher reklamiert, bevor der Corner dann kommt, ist es für mich faul, gestrecktes Bein. Und dann kann man alles diskutieren natürlich, dass du dann den letzten Ball noch verteidigen kannst. Aber da, wo Valentini in die Situation geht, denke ich, ist gestrecktes Bein Richtung Gegner. Und das kann man auch, denke ich, erkennen. Schade, ich muss gratulieren den Gegner zum Unentschieden, tolle Moral. Aber wir sind natürlich heute sehr, sehr enttäuscht über das Ergebnis. Wir wollten unbedingt in die Top 6. Mit einem Sieg hätten wir das heute auch geschafft und hätten mit Anschluss gehabt an Stuttgart. Und das ist uns natürlich jetzt nicht geglückt. Und deswegen sind wir natürlich jetzt so kurz nach dem Spiel auch alle enttäuscht. Vielen Dank, Damir Kanadi. Gibt es Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimreise nach Regensburg. Und wir sehen uns alle wieder vor dem Spiel gegen Kaiserslautern. Dankeschön.